Für mich ist es erstmal, glaube ich, ein ganz großes Fragezeichen, ein riesengroßes Experiment, so eine sozial-ökologische Transformation. Ich glaube, sowas gab es noch nie. Also so einen gesteuerten Prozess von einer wirklich radikalen Veränderung, von Gesellschaft, die jetzt irgendwie nicht eine eruptive Revolution ist, wo wir so ein paar Leute irgendwie dann die Macht an sich reißen und irgendwie dann was Neues aufbauen und wieder sozusagen Gewalt ausüben müssen. Für mich ist das der Versuch, einen gemeinsamen demokratischen Prozess für eine radikale Veränderung hinzukriegen, der auf allen Ebenen eigentlich stattfinden muss, weil es sonst nicht ausreicht, um die Probleme in den Griff zu kriegen, die wir haben. Stichwort Klimawandel. Und das ist so einerseits irgendwie manchmal ganz schön, also oder meistens ganz schön groß und ganz schön überwältigend auch, und aber auch natürlich so total spannend, weil es unheimlich vielfältig ist, dieses Thema, das wir da uns ausgesucht haben.